Willkommen zurück, The Evil Within. Wir sind mitten im Resident Evil Fieber, könnte man auch sagen. Und wir haben herausgefunden, dass wir hier im Anwesen einer Familie sind. Dieser wie hießen die jetzt nochmal? Ich wollte schon gerade sagen, Vincenzo, aber das stimmt ja gar nicht. Das war ja bei Contrast. Okay. Und wir wissen, und wir haben auch herausgefunden, dass wir eine Tür haben, wo wir was auffüllen müssen, wo diese Schläuche hinführen. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht lange alleine bleiben, um diese Tür zu... Da ist eine Bombe. Dass wir nicht lange alleine bleiben werden, um diese dämliche Tür da aufzufüllen mit dem ganzen Zeug. Was auch immer das sein mag. Vielleicht Gehirnkleber. Ich lasse die Bombe mal dran, weil man kann drauf schießen. Da liegt nämlich schon jemand. Ich darf sie nur nicht vergessen. Bist du tot? Ja, er ist tot. Anscheinend. Oh, Munition. Da ist noch eine Bombe. Ich höre aber auch nichts gerade irgendwie, ob einer in der Nähe ist. Genau, Basti, mach erstmal voll Krach hier. Du bist doch echt der Held, meine Güte. Halt doch mal die. Ich höre sowas ähnliches wie ein Beatmungs. Was? Nein! 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 Was? Was soll ich denn jetzt machen? Geh weg, geh weg, geh weg! Was soll ich denn machen? Der ist doch Geh weg! Okay, also sollten wir uns doch ein wenig... Ja gut, sputen, klar, aber das gibt's doch nicht. Der taucht jetzt... Ja, jetzt ist der auch noch aufgestanden, natürlich, klar. Warum auch nicht? Wo ist jetzt hier? Komm mal hin, Bruder. Kommt er jetzt hin? Ich hoffe, ja. Komm zu Papa. Wo ist er denn? Ja, hier bin ich. So. Nee, der lebt noch. Scheiße. Ja, der lebt noch. Der Sack lebt noch. Jetzt nicht mehr. Der Zorn, der ist Crimson PD. Habe ich gerade die Trophäe bekommen, okay. Das war aber nicht er. Okay, ich dachte, er wäre das. Gut, dann machen wir, dann beeilen wir uns mal ein wenig hier ein bisschen, bevor wieder... Oh, geil. Jawohl, 1000 Glibber. 1000 Gehirnmasse. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Umsehen, halten, einführen. Proband Nummer 58, S92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Also F7 war jetzt die Rede. Da unten sehe ich F7 des Contents. Das wäre ungefähr da, wo ich jetzt bin. Also hier. Ich probiere es mal. Das war, glaube ich, Aufnahme erneut abspielen. Wieso? Ich bin doch bei F7, hä? Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos.
Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. F7. Die Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. F7 wäre für mich hier. Oder? Oder ist es hier vielleicht? Okay. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Oh nein. Wie hast du es genannt? Dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Okay. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Das war der Doktor. Der andere ist Ruvik? Also wenn der kleine Junge Ruvik war, dann... Ich höre schon was. Ich höre schon was, verdammte Axt. Ich höre schon was. Scheiße, fuck. Ich wusste es. Der kritische Schaden hat sich definitiv gelohnt zu kaufen, glaube ich, ja. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns sputen. Weil es könnte natürlich wieder jeden Moment hier Ruvik auftauchen. Ist da... liegt da was? Ne, ich dachte, hier liegt was. Also war wahrscheinlich... Na, ich kann ihn mir gar nicht vor... Nee, das kann da nicht sein, weil Ruvik ist ja jetzt groß. Ja, und er war vorher klein, das kann ich mir schwer vorstellen. Wow. Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. Also war das schon mal richtig. Okay, wir kommen, da kommen wir nicht rein. Das heißt, dann gehen wir erstmal oben lang und gucken, dass wir oben die Flüssigkeit voll machen. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder Besuch kriegen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh nein. Die lassen wir mal da kurz liegen. Da ist eine Flasche. Die könnte man theoretischerweise zur Bombe locken, ne? Wenn sie das hören. Ich werde es mal probieren. Vielleicht geht das ja. Hoffe ich mal, dass es funktioniert, so wie ich mir es vorstelle. Das hat ja echt super geklappt. Ich glaube, Ruby kommt auch gleich, hundertprozentig. Ich sehe es schon bildlich vor mir. Kann man hier was lesen? Nee. Ah, hier ist noch eine Flasche. Das ist super. Die Flasche nehmen wir mal mit und ich gehe nochmal nach oben. Was machen wir, wenn Ruby kommt und ich auf der Leiter bin? Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh nein, der lebt. Hundertprozentig lebt er. Das ist auf jeden Fall ein Zahnschloss. Oder wieder so ein Zahnrad. Oh nein. Die sterben. Nein. Wo ist meine Waffe? Lauf. Obere Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 24. Was, wo soll ich denn hingucken?
Nein. Was ist das denn? Sie haben sie gepeinigt? Okay, ich erledige die mal. Das hat sich echt gelohnt mit dem kritischen Schaden. Hätten wir da mal vorher investiert drin. Bin ich ganz ehrlich. Nein, sie haben sie getötet. Und sie haben alle nicht hingucken können. Tja. Natürlich selber schuld. Oh, da liegt Gehirnkleber auf dem Tisch, sehe ich gerade. Na toll. Also wollen wir mal runtergehen. Das werde ich noch mitnehmen. Und wir müssen noch die Tür weiter öffnen. Ja, war klar. War ja sowas von klar. Geh, 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 beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Lal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 a. Der kommt immer aus diesem Raum. Da oben. Ich hoffe, ich gehe ihm nicht entgegen. Das wäre echt peinlich. Boah, der ist schon direkt hinter uns. Boah. Lauf, 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 lauf. Wow, 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 nein! Nein! Ey, das war doch jetzt echt... Oh, ey, komm. Ey, das war jetzt echt gemein. Ey, das war doch jetzt echt fies. Ohne Spaß. Das war jetzt... Also, da muss ich jetzt echt sagen, das war gemein vom Spiel. Also... Da habe ich mich auch ein bisschen selbst erschrocken, was ich sage, dass auf einmal vor uns stand. Na prima. Na toll, was habe ich denn jetzt angeleiert? Jetzt bin ich hier, super. Ist das... Wie hast du es genannt? Ja, ja. Ja, ja, bla bla bla. Uah, nein, 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 nein. Jetzt kommt der Typ wieder. Geil. Auf jeden Fall. Also definitiv. Mach die scheiß Tür auf. Ich würde mich freuen, wenn der vorher kommen würde. Wisst ihr was? Genau. Geht es Ihnen nicht gut? Was? Sie sehen nicht gut aus. Sie so. Ja, ja. Sie sollten sich ausruhen. Ich weiß. Puh. Speichern werden wir mal, denn. Besser auf sich aufpassen. Dann haben wir bessere Möglichkeiten. Haben wir denn noch eine... wie viele Dings haben wir überhaupt? 6-2, nee, spare ich noch mal ein bisschen. Weil dann brauchen wir nicht immer dieses Dings da mit dem... Dann brauchen wir nicht immer die ganze Zeit da den Typen da erledigen, diesen Zombie und uns die ganze Chose dann nochmal angucken. So, natürlich jetzt ein bisschen zügiger gehen. Weiß ja, was kommt. Hier war Gehirnmasse am Liegen. So, oben die stehen auf. Das ist klar. Die Shotgun-Shells noch mitnehmen. Hier lag auch noch was. Ah, das ist eine Flasche, okay. Ich werde sie vorher erledigen, bevor sie aufstehen. Das ist, glaube ich, besser als klar. Oh, Gehirnkleber. Jawohl, Hagel. Wo ist der andere? Hier waren noch zwei letztens, oder? Oder irre ich mich da? Hä? Okay, diesmal ist nur einer hier. Naja, gut. Wissen wir, das Zahlenrad. Das ist echt... die mit der Geschichte, das macht jetzt bei mir voll Brainfucking. Also ich kriege nichts zusammen. Ich weiß gerade nicht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir gar nicht der sind, für den wir uns ausgeben. Ach nee, jetzt kommt Rufik, kommt nicht auf einmal. Dann werde ich jetzt speichern. Wenn Rufik jetzt nicht kommt, werde ich erstmal speichern. Ich gehe mal schnell speichern. Los, 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 los. La, 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 la. Ich weiß, wir nehmen so ein bisschen jetzt die Dings raus. Ich weiß, ich nehme jetzt so ein bisschen so die Dramatik raus, aber lieber jetzt speichern, als wie zu spät, als wie immer wieder selber machen. Ich bin mal gespannt, wie wir diesen,
diesen Ruvik auch erledigen werden. Dann lasse ich mich echt mal überraschen. Weil bis jetzt, was kostet denn der nächste? Alter, 20.000 kostet der kritische Schaden. Haben wir denn, ach ja, das hatten wir aufgebessert, ne? Können wir eigentlich nochmal machen, weil dann haben wir... Ach komm. Fuck was drauf. Wir machen einfach mal jetzt hier... Komm mal hier voll rein. Dafür haben wir lang genug gespart. Ein bisschen mehr... Bisschen mehr Shotgun-Shells, die wir nehmen können. Und ein bisschen mehr die... Feuerrate der Pistole. Und jetzt speichern wir nochmal. Haben Sie etwas vergessen? Ja. Zu speichern. Dumme Fragen kriegen dumme Antworten, also. So. Bin echt gespannt, wie es weitergeht jetzt hier. Wahnsinn. Und ihr natürlich auch. Ich hoffe nicht, dass Ruvik jetzt schon kommt wieder, weil es wäre jetzt echt peinlich, jetzt sofort zu sterben. Aber so ein bisschen mehr Sprintgeschwindigkeit wäre schon cool, glaube ich. Ach, was mache ich denn? Ich bin voll dumm. Ich will die Flasche mal eben holen, die hier stand. Und werde mal die Zombies so ein wenig ablenken. Soll ich vielleicht die Bombe holen? Ich versuche mal die Bombe zu cachen. Obwohl, Moment, wir könnten theoretischerweise, könnten wir die Zombies hier hinlocken und dann... Das mache ich mal. Die kommen aber nicht irgendwie. Das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, ich lasse die. Nehme die Bombe einfach mal mit. Jetzt hier. Oh. Die rühren sich gar nicht. Die Säcke. Ja, war klar, dass sie jetzt ist aufstehen. Ist logisch. Ist klar. Wow. So, jetzt aber. Puh. Wenn er jetzt kommt, wäre ich doof. Weil wir haben jetzt gerade erledigt und haben jetzt hier noch ein bisschen was zu sammeln. Puh, ich habe Angst, dass er jeden Moment auftaucht. Ist aber cool, dass man... Mein Gott. Ach, da sieht man gerade was mal wichtige Objekte, was wir aufgesammelt haben. Das sind doch, wenn ich rechts gerade sehe, wichtige Objekte, das sind doch diese Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ihr sehen könnt, ob nicht mein Gesicht darüber sind. Da sieht man rechts wichtige Objekte steht da. Vielleicht blende ich mich an der Stelle auch einfach mal aus. Da sieht man halt diese Safe... Knacker-Dinger, wie nennt man die nochmal, diese Bolzen da? Damit man halt den Safe aufmachen kann. Das sind doch dieselben, die auch dieser Klaus aufhatte, ne? Alter, wo sind wir hier? Oh, was zu lesen? Notiz aus Ruviks Zimmer. Ich habe sie wieder gesehen am Ende des Flurs. Ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein, die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutender Sonnenuntergang, wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Okay, also hat er sie nicht umgebracht, Ruvik. Haben wahrscheinlich hier die Familie wahrscheinlich so Rituale durchgeführt und er wollte sich vielleicht deswegen rächen. Das kann natürlich... Das kann natürlich gut sein. Ich kann mich im Schrank versch... Ja, das wäre eine Alternative. Vielleicht findet er uns dann nicht. Oh ja, einen geilen Riesen-Medipack. Wie cool ist das denn? Auf jeden Fall sind wir im Anwesen, wo auch Ruvik übernachtet hat. Also quasi sein Zuhause. Oh. Wo kommst du denn her? Willst du mich verarschen? Wo kommst du... Mann, wir sterben. Wo kommt der denn her? Den hab ich ja... Ne? Okay. Also, merke. Schrank. Oh, fuck. Scheiße. Fuck, das war gemein.
Das war aber gemein. Nimm die scheiß Spritze. Los. Also, merke Schlafzimmer, Schrank verstecken, wenn Ruvik kommt. Ich werde hier mal pausieren, weil ich weiß nicht, ob ich es hier einfach so stehen bleiben kann, ohne dass er kommt. Und ja, möchte euch entlassen in eine kleine Pause und wir spielen hier an dieser Stelle weiter The Evil Within und würde mich freuen, wenn ihr morgen um 17 Uhr wieder einschaltet hier auf meinem Channel und ja, macht's gut. Tschüss.